Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und ich habe mal wieder die Riva hier an meiner Seite. Riva Voss, frisch gebackene Staffel-Europameisterin mit der 4x200 Freistil-Mixed-Staffel. Und sie zeigt euch heute eine weitere Übung aus ihrem Techniktraining. Riva, was können die Leute heute erwarten? Ja, also heute werden wir eine sogenannte Badewannenübung machen. Die wende ich fast jeden Tag im Training beim Einschwimmen an. Da legt man sich auf den Rücken und versucht mit den Händen so eine Art Wasserkühl herzustellen, indem man eine 8 durchs Wasser zieht. Und ja, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Was bringt die Übung und worauf müssen wir noch achten? Ja, wie die Übung schon heißt, bringt es sehr viel Wassergefühl. Danach hat man ein ganz gutes Gefühl eben, um die anderen Lagen zu schwimmen und ja, im weiteren Training eben ja, auf die Technik zu achten. Wahrscheinlich dann auch Körperspannung muss hoch sein, Beinstreckung, Fußstreckung, bis in die Zehenspitzen. Und ja, den Rest werdet ihr wahrscheinlich gleich im Schwimmen sehen. Riva schwimmt wieder vor und ich versuche das nachzumachen. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich schwimme das nicht so gerne. Aber ja, probieren wir es aus. Oh, das war wohl ein bisschen zu weit bei mir. Okay, ja, das hat sogar mal ganz gut geklappt bei mir. Ich wollte gerade sagen, hat ja gut funktioniert. Und ja, probiert zu Hause nach. Ganz coole Abwechslung mal, auch von diesem langweiligen Kachelnzählen, wie man es auch gerne mal ausdrückt im Schwimmsport. Und es ist einfach mal ein bisschen was Neues für euren Trainingsalltag. Ich bedanke mich wieder bei dir. Ja. Für das Vorstellen der Übung und fürs Mitmachen. Und ja, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.